Auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen in Köln, meiner Heimatstadt, da wo das Herz dran hängt. Ich bin gebürtiger Kölner, ich wohne hier immer noch und konnte mir deshalb heute Morgen einen kleinen Traum erfüllen. Ich bin nämlich mit dem Fahrrad hierhin gefahren. Das wollte ich schon immer mal tun. Ich bin David Jardin, jetzt seit Anfang an, da hieß Joomla noch Mambo, in der Community aktiv. Hänge relativ viel mit ganz vielen verstrahlten Joomlanern ab. Hab mich da vom Moderator im Joomla-Portal über die Gründung der Joomla User Group hier in Köln und Joomla Day Organisationsgedöns ja so quasi durchs Projekt durchgearbeitet. Bin seit Februar diesen Jahres Mitglied im Joomla Community Leadership Team. Das ist eins der drei hochoffiziellen Gremien des Joomla-Projekts. Und in der Funktion fahre ich dann jetzt durch die Welt und predige Joomla. Ich habe was vorbereitet, nämlich eine kleine Zeitreise durch das letzte Jahr des Joomla-Projekts. Ist mir deshalb ein Anliegen, weil mir gerade auf den Joomla-Days immer wieder auffällt, dass es sehr viele Nutzer gibt, die zwar ein gesundes Grundinteresse haben, aber die vielen kleinen Dinge, die eigentlich ganz spannend sind, bekommt dann doch niemand mit. Meine Zeitreise beginnt dabei, ja, ziemlich genau heute vor einem Jahr, nämlich am letzten Tag des Joomla Days 2013 in Nürnberg. Und nur zwei Tage später, ich glaube, da hatte ich noch nicht alle Kisten verräumt, hat Joomla seinen achten Release-Geburtstag gefeiert. Release-Geburtstag deshalb, weil es verschiedenste Daten gibt, an denen Joomla ja geboren entstanden sein könnte. Der 16.09. ist das Datum, an dem Joomla 1.0 erschienen ist. Das heißt, in vier Tagen haben wir den 9. Geburtstag von Joomla 1.0. Es geht auf die erste Dekade zu. Einige Tage später, nämlich Anfang November, gab es einen groß angelegten Relaunch von docs.joomla.org. Das ist die offizielle Dokumentation. Da gab es zum ersten ein paar Designänderungen, aber auch an der Struktur hat sich nochmal viel getan. Ich meine, es sind auch da verschiedene Sprachvarianten hinzugekommen. Die deutsche Dokumentation ist deutlich besser geworden. Da nochmal die Empfehlung, wer sich bisher gescheut hat, da reinzuschauen. Es könnte sich lohnen, da nochmal einen zweiten Blick reinzuwerfen. Da steht verhältnismäßig viel Nützliches drin. Drei Tage später, 6.11.2013, war das Release von Joomla 3.2.0, das die damals aktuellste 3.2er-Version. Joomla 3.2 hat ein paar nette Gimmicks mitgebracht. Da hatten wir so Sachen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder was? 3.3? Ich muss mal hier meine Notizen einblenden, das hilft. Moderator-Notizen. Ja, tatsächlich, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da gab es die Versionierung, die dazugekommen ist für normale Beiträge. Das heißt, der Normalfall, Kunde XY ändert einen Beitrag, stellt fest, er hat was kaputt gefummelt und möchte zurück zur vorherigen Version, ist seitdem in Joomla mit eingebaut. Es gab im Bereich der Erweiterungsinstallation ein nettes neues Feature, nämlich die Funktion Install from Web, wo man direkt aus dem Backend von Joomla heraus Erweiterungen installieren kann, ohne sich das ganze Ding vorher auf dem Desktop zwischenzuspeichern und dann wieder hochzuladen. Es gab Änderungen im Bereich des User Interface, das merkt man vor allen Dingen in der Beitragsübersicht. Die Filter, die es da bis zu Joomla 3.2 gab, das war eine riesen Liste, die man oben als lustige Bar und teilweise auch noch links in der Filterbar hatte, hat relativ viel Platz eingenommen. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass diese Filter gezielt per Klick eingeblendet werden müssen, sodass sie nur dann Platz wegnehmen, wenn man sie auch braucht. Und dann gab es noch ein kleines nettes Feature für Entwickler, nämlich die Implementierung von Joomla Red, dem Rapid Application Development Layer, auch bekannt als FOF. Da haben wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen noch den einen oder anderen Vortrag zu. Gleichzeitig gab es Joomla 2.5.15 und 2.5.16 an einem Tag. 2.5.15 hatte leider einen kleinen Schluck auf unter PHP 5.2, weshalb man da 2.5.16 kurz hinterher schieben musste. Und wir haben neue Mitglieder bekommen im Production Leadership Team. Das ist das Leitungsgremium, das sich um das Produkt, um den Code von Joomla kümmert. Da haben wir den Matt, den Don, den Roberto und unten rechts den Thomas, der jetzt heute auch hier ist.
Ups. 9.12. Anfang Dezember gab es das Release 1.0 des Joomla Frameworks. Das Joomla Framework hat eine relativ bewegte Geschichte unter verschiedensten Namen hinter sich. Jetzt heißt es wieder mal Joomla Framework und ist eine Sammlung von Bibliotheken, Libraries, Klassen, die im Joomla-Projekt mal irgendwann entstanden sind, während wir das CMS geschrieben haben. Einige Klassen davon, zum Beispiel gibt es eine Klasse JImage, womit man Bilder verkleinern, vergrößern, beschneiden, drehen und in Graustufen umwandeln kann. Die sind eigentlich ziemlich hübsch gemacht und könnten auch für andere Entwickler außerhalb der Joomla-Szene interessant sein. Immer dann, wenn man in der PHP-Welt etwas hat, was für mehr als nur sich selber spannend sein könnte, gibt es eine Plattform namens Composer. Da lädt man den ganzen Quatsch drauf und in dem Moment ist es für den Rest der Welt in einer einheitlichen Art und Weise nutzbar. Und das Joomla Framework verwaltet die Pakete im Joomla-Projekt, die über Composer separat verfügbar gemacht werden. Das wird dementsprechend aktuell auch mehr oder weniger separat weiterentwickelt. Einige Bugfixes kommen zurück ins CMS, aber es sind mehr oder weniger losgelöste Teams. Dann kam die große Winterpause mit Weihnachten und Mitte Januar 2014 hat sich im Bereich Marketing was getan. Das ist übrigens mein Lieblingsbeispiel für gelungenes Marketing in der Realwelt. Es gab schon bis dahin ein offizielles Joomla-Marketing-Team, das, ja, ich würde aber mal vorsichtig sagen, einen kleinen Dornröschenschlaf durchlaufen hat. Und der 16. Januar markiert das Datum, wo es ja mehr oder weniger einen Relaunch gab, wo sich das Team nochmal zusammengesetzt hat, wo sich Personal nochmal viel getan hat und man auch nochmal aktiv auf die Suche nach neuen Mitgliedern gegangen ist. Und dieses Team ist aktuell aus meiner Wahrnehmung heraus eins der aktivsten Arbeitsteams im Joomla-Projekt überhaupt. Die haben für Joomla 3.3 sehr schöne Grafiken gemacht, unter deren Federführung entsteht gerade eine offizielle englischsprachige Broschüre und so Zeug, die PowerPoint-Vorlage durfte ich mir da auch abholen. Genau. Mitte Februar haben wir dann mal wieder gewählt, da gab es dann neue Mitglieder für das Community Leadership Team. Das ist das Team, was für das kuschelige Zwischenmenschliche in der Community verantwortlich ist, also so Dinge wie Foren, User Groups, da geht es dann darum, dass Joomla.org noch läuft und da was Sinnvolles draufsteht. Alles, was nicht Code oder Geld ist, landet beim CLT. Auch da sind wir ein relativ bunt gemischtes Trüppchen. Da gibt es neben mir, die da neu dazugekommen sind, noch Diane, Alice und der Pete. Weitere Teammitglieder haben wir auch da, aber ich mache zum Schluss einmal den Leadership-Stand-Up-Aufruf und dann können wir mal schauen. Am 19.02. ging es ums Geld. Da haben wir nämlich unser Budget für das Jahr 2014 genehmigt. Das sind Pi mal Daumen $965.000. Wir nähern uns der Million. Ging eigentlich ohne große Reibereien durch. Am 3.03. ist etwas passiert, was mich persönlich sehr freut. Und zwar ist der Vertrag über den Relaunch des Joomla Extensions Directory unterschrieben worden. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die das im Normalbetrieb betreut und langsam aber kontinuierlich weiterentwickelt hat. Das ist aber noch eine relativ alte 1.5er-Seite mit Erweiterungen, die mal speziell angepasst worden sind. Wir Entwickler sagen, das skaliert nicht mehr so richtig schön. Und jetzt gibt es einen Dienstleister, der dieses Team unterstützt und die ein komplett neues Extensions Directory auf die Beine stellen. Das hat neben wirklich sinnvollen Dingen wie einer mal funktionierenden Suche noch ein paar weitere schöne Gimmicks, die wahrscheinlich dazu führen werden, dass diese Install-from-Web-Funktion noch ein bisschen reibungsloser funktioniert und geht dann in die Richtung APIs und sowas, das Ganze, was man heute braucht. Die sind dran, ich durfte mal einen Blick drauf werfen, das sieht ganz schön aus, was die da bauen. Ende März ging ein großer Aufruhr durch die Joomla-Community. Und zwar gab es eine Lizenzdiskussion über das Thema GPL versus LGPL. Das sind beides Open-Source-Lizenzen. Das Joomla CMS steht schon seit dem Anfang unter der GPL-Lizenz, was eine der strengsten Open-Source-Lizenzen ist, wenn es darum geht, möglichst viel Freiheiten einzuräumen und auch darauf zu beharren, dass etwas Open Source bleibt und etwas in die Community zurückfließt. Die LGPL ist fast identisch mit der GPL, es gibt nur eine große Einschränkung.
oder einen großen Unterschied, nämlich die LGPL erlaubt es, eine Software, die unter der LGPL steht, in einem kommerziellen Closed-Source-Produkt zu verwenden. Das heißt, wenn eine Software unter LGPL steht, kann Microsoft hingehen und sagen, ich baue das in Windows ein, ohne dass sie verpflichtet sind, ihre Software dann wiederum auch unter der GPL zu veröffentlichen. Das wäre bei der GPL der Fall. Wenn Joomla hingeht und sagt, wenn Microsoft hingeht und sagt, wir bauen das Joomla CMS fest in Windows ein, aus mir unerfindlichen Gründen, wären sie in der Verpflichtung, auch Windows unter die GPL-Lizenz zu stellen. Diese Diskussion kam deshalb auf, weil das eben angesprochene Joomla Framework Team gerne einen Wechsel von der GPL zur LGPL machen wollte für das Framework. Die Motivation dahinter war, dass man sich damit erhofft, Entwickler anzuziehen, die sonst nicht in der Open-Source-Szene sich heimlich fühlen oder die in Firmen arbeiten, wo Open-Source einfach nicht angebracht ist. Über den Wechsel zur LGPL hat man sich dann erhofft, dass die trotzdem die Joomla-Framework-Klassen adaptieren und dann auch was zum Projekt beitragen. Das war eine sehr hitzige Diskussion, da wurden Argumente auf mehr oder weniger sachliche Weise ausgetauscht und die Endentscheidung war dann, dass das Joomla Framework jetzt unter LGPL steht. Das CMS aber weiter unter GPL, also Vorsicht, der spannende Teil hat sich nicht verändert. Anfang April hat das dritte Leitungsgremium im Joomla-Projekt neu gewählt, nämlich OSM, Open Source Matters. Das ist die rechtliche Instanz im Joomla-Projekt, die sich um die Themen Geld, Recht und Verträge und sowas kümmert. Also immer dann, wenn wir hier in Deutschland eine Körperschaft des öffentlichen Rechts brauchen, haben wir OSM. Auch das ist ein sehr buntes Team, die haben eine Zusammenstellung aus alten und neuen Leuten, auch da sind einige da, die stehen dann da hinten an der Wand, winkt mal. Martin, Mareike? Oh, verstecken sich. Genau, internationales Team. So, und jetzt anschnallen. Ende April kam etwas, was, glaube ich, den einen oder anderen Joomla-Nutzer mittelmäßig verzweifeln lässt. Mal so ein grobes Meinungsbild. Wer hat nichts davon mitbekommen, dass es keine STS- und LTS-Versionen mehr gibt? Joomla 3.5 und so fort. Ein paar noch. Okay, dann erkläre ich es trotzdem nochmal. Grundsätzlich vorher, so eine Versionsnummer teilt sich in drei Blöcke auf. Hier in dem Fall XYZ, X ist die sogenannte Major-Version, Y die Minor und Z die sogenannte Patch-Version. Und bisher haben wir es im Joomla-Projekt so gemacht, dass wir zwei Arten von Versionen hatten. Wir hatten die STS-Version, die hatten, ich glaube Pi mal Daumen, 7 Monate Support, 6, 7, irgendwie sowas in der Größenordnung. Das waren so Versionen wie Joomla 3.0, 3.1, 3.2 und jetzt hätte auch 3.3 so eine werden sollen. Und wir hatten die LTS-Version, das waren die mit dem langen Support-Zeitraum, womit man die wirklich wichtigen Projekte gemacht hat. Die waren vom Support-Zeitraum her so angelegt, dass der Support für die alte LTS-Version erst dann geendet hat, wenn die neue LTS-Version veröffentlicht ist. Also 2.5 zu 3.5 wäre so ein Beispiel gewesen. Und aus mir einem unerfindlichen Gehirnfurz hat man festgelegt, dass immer die mit der .5 die LTS-Version sein sollen. Aus dieser Tatsache kommt übrigens der völlig abstruse Sprung von Joomla 1.7 zu 2.5. Die nächste sollte eine LTS-Version werden, Mist, dann müssen wir halt höher springen. Das ist jetzt für die Tonne. Jetzt machen wir alles anders, alles neu und hoffentlich alles besser. Zum Ersten gibt es ab jetzt zwei Phasen in der Entwicklung einer jeden neuen Joomla-Version. Die erste Phase ist die sogenannte Phase der aktiven Entwicklung. Ich glaube, Active Development heißt das im offiziellen Dokument. Die dauert 2 Jahre. Danach kommt die Phase des weiteren Supports, die auch 2 Jahre hat. Jetzt wird es interessant. Jedes Mal, wenn in dieser zweiten Phase des weiteren Supports eine neue Minor-Version, das ist die zweite Stelle der Versionsnummer, erscheint, werden diese 2 Jahre des Rest-Supports zurückgesetzt. Ab dem Moment, wo diese Minor-Version erschienen ist, geht dieser 2-Jahres-Support-Zeitraum wieder von vorne los. Mal ein Beispiel, sonst versteht es keiner.
Joomla 9.0 erscheint, habe ich hiermit angekündigt, am 01.01.2024. Hm? Ja, achte mal drauf, genau. Wenn wir uns dann noch sehen und es nicht stimmt, lade ich dich gerne auf ein Bier ein. Dann kommt Joomla 9.01, 9.02, 9.03. Interessiert niemanden so wirklich, weil das sind nur Patch-Versionen. Da machen wir eine kleine Fehlerbehebung. Und bis dahin endet der Support für Joomla 9.0 oder 9.x in dem Fall am 01.01.2028, weil wir haben 2 Jahre aktive Entwicklung, 01.01.2026 und 2 Jahre weiterer Support, 01.01.2028. Dann erscheint am 01.09.2024 Joomla 1.9.0. Ist noch innerhalb der 2 Jahre der aktiven Entwicklung. Dementsprechend wirkt es sich nicht, also hat es nicht diese Reset-Wirkung. Dementsprechend bleibt auch das Support-Ende dasselbe. Jetzt hätten wir am 01.03., also 3 Monate, nachdem diese ersten 2 Jahre der aktiven Entwicklung rum sind, das Release von Joomla 9.8.0. Wir sind also in der Phase weiterer Support und dementsprechend haben wir jetzt gerade ein Reset des Support-Zeitraums erlebt und sind jetzt am 01.03.2028. Und wenn wir dieses Spielchen nochmal spielen, mit einer Joomla 9.9.0, die am 01.10.2027 erscheint, passiert das wieder. Auch da wird der Support-Zeitraum resettet. Wir hätten von dem Moment an 2 Jahre und sind somit beim 01.10.2029. Mit anderen Worten, es ist tendenziell so, dass Joomla-Versionen jetzt sogar noch länger unterstützt werden, als es bisher bei den LTS-Versionen der Fall war. Es hat aber für uns Entwickler ein paar sehr charmante Nebeneffekte, nämlich war es bisher so, dass innerhalb einer LTS-Version, zum Beispiel 2.5, wir uns darauf geeinigt haben, dass keine neuen Funktionen hinzukommen. Es werden nur bestehende Funktionen repariert, aber es kommt nichts Neues hinzu. Heißt, wenn Google morgen den heiligen Gral der Suchmaschinenoptimierung freigibt und man müsste dafür im Joomla-Core 10 Zeilen ändern, hätten wir nach der alten Release-Strategie keine Chance gehabt, das in einer LTS-Version noch einzupflegen, weil wir durften es nicht, das haben wir uns selbst auferlegt. Mit der neuen Release-Strategie haben wir gesagt, wenn ein neues Feature herauskommt und wir halten es für sinnvoll, das einzubauen, dann bauen wir das ein. Mit dem Effekt, dass der Release-Zeitraum resettet wird. Und, eigentlich war es schon bisher so, aber ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, innerhalb einer Major-Version, also zum Beispiel 9.x oder 12.x, sind die Versionen rückwärtskompatibel zueinander. Das heißt, im Optimalfall, gekreuzte Finger, reicht es, auf einen großen Update-Knopf zu drücken und das Update von Joomla 9.1.0 zu Joomla 9.2.0 läuft problemlos durch und die Seite ist nicht kaputt gegangen. Das hängt in der Regel, wenn was kaputt geht, eher mit Drittentwicklern zusammen. Da sind wir fleißig dabei, diese zu erziehen und pflegen einen aktiven Austausch miteinander. Aber das ist einer der Lektion, die das Joomla-Projekt, glaube ich, in den letzten Jahren auf die harte Tour lernen musste, wie wichtig dieser Schritt ist. Und es wird einen offiziellen Migrationspfad von einer Major-Version zur nächsten Major-Version geben. Heißt, wenn übermorgen Joomla 4.0 erscheinen sollte, gäbe es vom Core bereitgestellt eine Funktion, um den Joomla-Kern mit den Daten, die Erweiterung, von 3.x auf 4.x umzuziehen. Das, wo man bisher, wenn man von 1.5 auf 2.5 zum Beispiel SP-Upgrade, J-Upgrade oder sonstige Konsorten vergewaltigen musste, das bieten wir jetzt so an. Das ist die neue Release-Strategie. Es wird in den nächsten Tagen noch eine Roadmap-Session geben. Ich denke mal, da geht der Thomas auch noch mal vielleicht kurz drauf ein. Nickt, okay. Das heißt, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, nicht schlimm, ist auch super erklärt auf joomla.de und man kann den Thomas auch nochmal löchern. Zurück zum Tagesgeschäft. Ende April hatten wir Joomla 3.3. Das hat zum ersten eine Änderung der Systemvoraussetzung von Joomla zur Folge. Bisher lief Joomla bis einschließlich PHP 5.3.6. Ab jetzt ist mindestens PHP 5.3.10
die Grundvoraussetzung. Das hängt mit einer anderen Änderung zusammen. Wir haben nämlich mit Joomla 3.3 die Art und Weise verändert, wie Passwörter in der Datenbank gespeichert werden. Bis zu jeder Version vor der 3.3 passiert das mit einer Technik, die mal sehr sicher und sehr hip war, mittlerweile aber an ihre Grenzen stößt und einfach zu leicht auszuhebeln ist. Deshalb mit Joomla 3.3 die Umstellung auf etwas, von der man sagen kann, dass es zumindest in den nächsten paar Jahren reichen sollte. Da muss man in der IT ja immer mit Prognosen vorsichtig sein. Nebenbei gab es dann noch Joomla 3.2.4, hat kaum jemand zur Kenntnis genommen, ist die letzte Version des 3.2er-Zweigs und hat quasi alle Fehlerbehebungen von Joomla 3 bekommen, außer die mit dem Passwort, weil die dazu führt, dass es nicht mehr halt unter 3.6 läuft. Die Joomla 3.2.4 läuft noch unter PHP 5.3.6. Nebenbei ist im Kern, also im Joomla CMS selber, der Wechsel von MooTools zu jQuery, diese JavaScript-Framework-War-Geschichten-Dingsbums-da, quasi abgeschlossen. Das heißt, das Joomla CMS selber setzt meines Wissens nach, man möge mich korrigieren, an keiner Stelle mehr MooTools selber ein. Und eine letzte Geschichte, die mit 3.3 hinzugekommen ist, ist die Implementierung von die Implementierung von Microdata. Das ist diese Geschichte mit Google und den Rich Snippets oder strukturierte Daten oder wie die das nennen. Grundgedanke dabei ist, dass man Suchmaschinen ein bisschen hilft zu erkennen, welcher Textschnipsel auf einer Website welche Funktion hat. Da gibt es dann im Code bestimmte Formatierungen, die man übernehmen muss, und seit Joomla 3.3 ist das im Kern mit drin und wird da entsprechend automatisch angewendet. Mitte Juli hat Open Source Matters eine neue Präsidentin gewählt. Das ist quasi das offizielle, ja, offizielle Gesicht, na, zumindest irgendwie sowas in der Richtung, die Sarah Watts aus Schweden. Und die nächste Folie ist mir eine persönliche Genugtuung. Wer schon mal versucht hat, einen Fehler in Joomla zu melden, ist auf die Seite joomlacode.org verwiesen worden. Das ist ein Dinosaurier der Softwaregeschichte. Und selbst wenn man es geschafft hat, sich dort anzumelden, ohne dass das Ding abstürzt, zum Bugtracker zu kommen, den man quasi nicht finden konnte, dort ein Ticket anzulegen und das auch noch auf Englisch tun musste, kam man dann an den Punkt, dass man in der Regel die Ansage bekommen hat, ja, du musst aber gleichzeitig das auch noch an einer anderen Stelle machen. Oder noch schlimmer, wir Entwickler, wir benutzen alle GitHub. Das ist so eine Plattform zum Verwalten von Code. Auch GitHub hat eine Funktion zum Melden von Fehlern. Wir hatten also eigentlich irgendwie gleichzeitig zwei Plattformen, wo wir Fehler gemeldet haben. Und es war immer nötig, von der einen Plattform eine Referenz zur anderen zu machen. Und wenn man nur auf der einen Plattform ein Ticket aufgemacht hatte, dann gilt das nicht und so, alles blöd. Das Ding kam ein bisschen in die Jahre, weshalb wir in vielen, vielen, vielen Jahren mühevoller Kleinarbeit unsere eigene Bugtracker-Verwaltung geschrieben haben. Die findet sich unter issues.joomla.org und macht Fehlermelden jetzt quasi einfach. Für jeden, zumindest in der Theorie. Ende August, 28.08., so gefühlt vorgestern, gab es dann noch eine weitere Ankündigung. Ich weiß nicht, wer demo.joomla.org kennt. Das ist die offizielle Plattform, wo man Joomla mal ausprobieren kann. Und das ist eine Plattform, die in Zusammenarbeit mit bisher einem Hoster namens Cloud Access betrieben wird. Das ist für Joomla ein sehr nettes Geschäftsmodell, weil man als Nutzer, als Nichtsahnder dorthin gehen kann, sagen kann, ich möchte 30 Tage lang Joomla kostenlos testen in einer privaten Instanz. Dann poppt das auf, man bekommt die Zugangsdaten, kann da rumspielen, FTP, alles drum und dran, alles kein Problem. Und nach 28 Tagen bekommt man eine E-Mail von dem Hoster, die sagt, du hör mal, tolle Seite, die du da gebaut hast, die willst du doch behalten, oder? Mach da mal ein Hosting-Paket draus. Und das Joomla-Projekt wiederum bekommt einen Anteil an diesem Hosting-Paket und das ist einer der Einnahmequellen, die hauptverantwortlich ist für die $965.000 Budget. Der Hoster, der das betreut, hat gewechselt. Vorher war das cloudaccess.net. Seit dem 28.08. gibt es den neuen Vertrag mit SiteGround und wenn ich mich recht entsinne, bis zum Ende dieses Jahres soll dann auch die eigentliche Demo-Installation dann tatsächlich wechseln. Die müssen noch ein bisschen dran arbeiten.
Und damit sind wir im Heute, im Jetzt und Hier, wo ich glaube, dass wir vor Herausforderungen stehen mit dem CMS. Wir merken das bei der Organisation des Joomla Days, ich merke es in Supportforen, wir merken es auch auf verschiedensten Ebenen des offiziellen Projekts, dass die Konkurrenz nicht schläft, dass insbesondere im WordPress-Bereich sich viel tut, dass viele Nutzer dahin abgewandert sind, dass wir Konkurrenz haben im Bereich der Homepage-Baukästen. Die Kollegen von 1&1 haben da sicherlich ihre Expertise. Dann gibt es so Kollegen wie Jimdo und Wix.com, was ich als Namen sehr unglücklich finde, aber das haben wir dahingestellt. Da gibt es viele Nutzer, die hin abwandern. Und ich glaube, dass wir uns da neu orientieren müssen, was an unserer Zielgruppe schrauben müssen oder zumindest daran, wie wir diese Zielgruppe bedienen. Ich sehe aber auch, dass die richtigen Schritte der Veränderung gegangen werden. Wir haben viel Wechsel in den Leadership-Teams gehabt. Wir haben verstanden, dass Joomla kein Selbstläufer mehr ist, dass Marketing wichtig ist, dass andere Systeme das deutlich besser machen als wir, dass man professionelle Schritte in Richtung Professionalisierung gehen muss, wie auch immer die aussehen. Da gibt es dann den bösen Themenkomplex bezahlte Mitarbeiter oder sowas, Gott bewahre, da gibt's, das ist ein sehr, Thema, das sehr stark polarisiert. Ich glaube aber am wichtigsten ist, dass wir uns am Bedarf der Nutzer stärker orientieren müssen. Und auch da habe ich angefangen mit der Release-Strategie zum Beispiel das Gefühl, dass es verstanden worden ist, dass 2 Jahre Support-Zeitraum zum Beispiel schlicht und einfach nicht reichen. In der Zukunft, auch da wage ich einen Blick, erwartet uns erstmal Joomla 3.4, wo der erste Schritt in Richtung des Projekts schlanker Joomla-Kern gegangen werden soll. Hinter diesem etwas sperrigen Titel verbirgt sich die Idee, so viele aktuell noch Core-Erweiterungen wie möglich, also so unfassbar sinnvolle Dinge wie die Weblinks-Erweiterung, die Com-Banners, was haben wir da sonst noch so Tolles drin? In 1.5 wäre die Polls hier, die Umfragenerweiterung wäre mein Musterbeispiel dafür gewesen. Die sollen ausgelagert werden, sodass man als Nutzer, der ein neues Joomla installiert, vor die Wahl gestellt wird, ob man diesen Plunder überhaupt braucht oder ob es in dem jetzigen Projekt, was man da gerade aufbaut, vielleicht gar nicht notwendig ist. Mit Joomla 3.4 machen wir da den ersten Schritt, in dem die Weblinks-Erweiterung entkoppelt werden soll. Das bedeutet aber nicht, dass wenn man von 3.3 auf 3.4 wechselt, die Weblinks-Erweiterung plötzlich weg ist. Das betrifft erstmal nur Neuinstallationen, die das aber nachinstallieren können. Etwas anderes, was uns in Zukunft erwartet, was ich persönlich sehr interessant finde, ist etwas, das sehr eng mit diesem Siteground-Deal, mit demo.joomla.org zusammenhängt. Nämlich die Ankündigung, dass es joomla.com geben wird. Das soll eine Plattform werden, die sich vom Konzept her an WordPress.com orientiert. Das wird von Automatic, der Firma hinter WordPress, betrieben. Da kann ich als Nutzer hingehen und sagen, Servus, ich hätte gern die Subdomain joomla.wordpress.com. Ich möchte da meinen Blog betreiben. Das kann ich im Prinzip lebenslang, kostenlos und immer so weiter tun. Und nur wenn ich denke, dass mir das normale, blöde WordPress-Design zu doof ist und ich eigene Änderungen machen muss, muss ich was bezahlen. Eine ähnliche Plattform soll joomla.com werden, in dem Fall dann betrieben von Siteground, wo auch da es für Nutzer möglich sein wird, ohne laufende Kosten, ohne die Grundhürden, Installation, Konfiguration etc. pp. Überwinden zu müssen, wo es möglich sein wird, für diese Nutzer Joomla ausprobieren und auch zu nutzen. Das, glaube ich, wird eine interessante Geschichte. Zumindest bei WordPress.com hat das einen großen Unterschied gemacht. Dann erwartet uns Joomla 3.5 bis 3, aktuell laut Roadmap bis 3.10. Damit sind wir übrigens auch beim Support-Zeitraum grob Ende 2018, das dauert also noch ein bisschen. Da werden wir neue Features sehen, dazu Details kann ich nur empfehlen, immer schön zu Thomas in die Roadmap-Session gehen, da erzählt er was zu mehr Flexibilität und weiterhin den Weg in Richtung schlanken Kern. Und dann erwartet uns
Joomla 4, wo ich persönlich jetzt in die gleiche Kristallkugel blicke, um in die Zukunft zu sehen, wie ihr es wahrscheinlich auch tun würdet. Ich kann nur vermuten und aus Mailinglisten, das, was ich so mitlese, interpretieren, dass wir deutlich umfassendere Änderungen sehen werden, die in Richtung eines moderneren CMS geht, wo es um so Dinge geht wie Frontend-Editing, in welchem Bereich braucht man überhaupt noch ein Backend und so Fragen. Ich glaube also, dass die richtigen Weichen gestellt sind und grundsätzlich die Zukunft von Joomla eine sonnige ist. Und ich kann euch nur einladen, nehmt dran teil, bringt euch in einer der 1000 Leadership-Teams oder Working-Groups ein und hilft mit. Sollte es Fragen geben, kann man die zum ersten bei mir loswerden. Ich turne hier die nächsten 2 Tage rum und bei den vielen, vielen, vielen anwesenden Kollegen der Leadership-Teams. May I ask all leadership guys to stand up once to show your face? Da hätten wir neben mir noch den Sander vom Community Leadership Team. Wir hätten Michael und Thomas vom PLT, die Jungs mit dem Code. Und da hinten an der Wand, gut versteckt, stehen noch Mareike und Martijn von Open Source Matters. Genau, ansonsten viel Spaß. Applaus